Hallo meine Lieben, ja, euch fällt direkt auf, falls ihr mein Video von gestern Abend noch nicht gesehen habt. Da habe ich es nämlich auch schon so gehabt, dass ich meine Kameras umgebaut habe und ihr mich jetzt von vorne mit nicht so einer guten Qualität seht, aber das war mir nicht so wichtig wie von oben, weil es geht ja um die Adventskalender und ihr sollt ja sehen, was drin ist und zwar vernünftig und nicht in so einer schlechten Qualität. Genau, so, ich mache mich hier mal ein bisschen klein. Und pack mich mal hier oben in die Ecke. Und dann fangen wir direkt an, wie jeden Tag, mit dem IKEA Adventskalender. Ja, leider funktioniert das mit diesen Scharfstellen irgendwie. Also die Kamera ist sehr empfindlich, was Scharfstellen angeht. Und leider ja, ist es halt zwischendurch ein bisschen unscharf. Aber es ist immer nur ganz kurz. So, also die Nummer 7. Achso, ich kann ja noch mal. Ich habe die App natürlich schon wieder aufgemacht. Und los geht's. Und habe hier wieder das Problem, dass heute wieder nichts möchte. Gehen wir noch mal raus. Ich suche erstmal die 7 und dann können wir immer noch gleich gucken. Finde die 7 nicht. Hä? 8. 5, 6, 20, 19, 2, 18, 20. Ah, hier oben unten ist die 7. Und hier haben wir heute so eine Schokolade mit ein bisschen Nussstücken. Ich habe gerade mit dem nach da geguckt und mit dem Kopf geschüttelt, weil mein Mann gerade reinkommen wollte und mir was erzählen wollte. Lecker. Sehr lecker. Schmeckt wie Lion. Lion ist mit eins meiner Lieblingssüßigkeiten. Voll lecker. Aber ich drehe ja das Video immer morgens. Ach so, war gar nichts in der Tür drin. Ne? Ich habe gar nicht, nee, war nichts drin. Genau. Ja, dann kann ich das nämlich schon wieder an die Seite machen. Ja, und in dem Kalender war heute Sehkraft drin. Trinke ich wie immer nachher. Ja, und dann komme ich schon direkt zu Flottermarie. Und hier habe ich mal ein bisschen gefühlt. Und das fühlt sich an wie ein Bilderrahmen, ziemlich lang. Mit so, ich weiß nicht, so Stäbe sind das irgendwie. Aber die scheinen hier miteinander verbunden zu sein. Ich weiß es nicht. Achso, und ich habe geguckt, auf der Internetseite steht, dass das heute, also ich habe nicht geguckt, was drin ist, das habe ich schnell runtergescrollt, aber ich habe unten geguckt, die 7 bis zur 10 gehört wieder zusammen und ist wieder ein Projekt. Da bin ich gespannt. Also bis jetzt habe ich ja noch keins der Projekte nachgemacht, wobei ich heute schon am Überlegen bin. Ich habe heute Mittag ein bisschen Zeit, oder heute Nachmittag besser gesagt. Vielleicht mache ich mir da mal eine von diesen Holzkarten. Aber wenn, dann suche ich mir, glaube ich, was anderes aus. Also ich denke mir selbst was aus. Und mache nicht das drauf, was sie drauf gemacht hat. Okay, das fühlt sich an wie eine Tasche. Ach, komplett verkehrt. Es ist so eine Jütetasche mit Reißverschluss, ziemlich groß. Also da passt ordentlich was rein. Ja, und wie gesagt, wir sollen wieder die Sachen vom 7. bis zum 10. an die Seite packen. Und ja, von dieser Marke hier. Und bekommen tut ihr das ja in dem Shop von Plottermarie, der ja unten im Video verlinkt ist. Ja, und hier, ja, das wie gesagt aufheben bis zum 10. wieder schön sammeln. Den lege ich mir jetzt hier schon mal rein. Ich nehme euch jetzt aber mit auf den Bildschirm. Bitte hör auf Kamera. Lass das. Okay, ich nehme euch kurz mit auf meinen Bildschirm. Und ich habe mir die Dateien heute schon runtergeladen, aber noch nicht geöffnet. Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Und heute war drin bei Tante Plotter ein Sonnengruß. Dieser sieht so aus. Ja, das ist überhaupt gar nicht meins. Werde ich nicht verwenden. Also werde ich nicht benutzen. Ist, ja, kann ich nichts mit anfangen. Ist halt einfach nicht mein Ding. So.
Genau, so, das kommt weg. Und dann haben wir Tintenrebell. Und von Tintenrebell, da muss ich jetzt gerade mal gucken, da war heute irgendwas mit Dino Beat. Wird wahrscheinlich auch wieder was sehr Kindliches sein. Ja, dachte ich mir vom Text her schon. Und ja, auch das kann ich leider nicht gebrauchen. Okay, so. Ja, da muss ich mich wirklich, muss ich mir wirklich überlegen, ob ich nächstes Jahr von Tintenrebell die Sachen nochmal bestelle, weil da war doch zum größten Teil eher für kleinere Kinder was drin und da kann ich halt einfach nichts mit anfangen, weil wir halt keine kleinen Kinder haben und die kleinen Kinder, die so in meinem Umkreis sind, ja, die, denen gefällt sowas jetzt auch nicht so unbedingt, genau. So, ich komme zum Adventskalender von meiner Mausi, also Miss Fruchteis, und wir suchen die 7. Ja, und ich weiß natürlich nicht, wieder nicht, wo sie war. Hier ist die 6. Die war ja weiter vorn. Ich zähle jetzt auch die Zahlen hier mal nicht mit, sondern blätter das mal im bisschen schnelleren Durchlauf für mich selbst durch. Ach, hier ist die 7. Jawohl. So. Und als erstes, wie immer, den Bibelspruch. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes 1, 3, Vers 3, genau. Jo. Und dann haben wir für heute das Häschen. Und ich gucke jetzt nach dem Paket. Ich stelle euch wieder kurz auf Pause und suche das Paket einmal raus. So, das Häschen ist gefunden und hier ist wieder eine Kinderschokolade drin und es raschelt so, als wenn wieder Stifte drin wären und die Packung fühlt sich auch wieder nach Stiften an. Da bin ich gespannt, was für Stifte ich mir da gewünscht habe. Also ich kann mir vorstellen, dass so Stifte eigentlich immer von meiner Wunschliste sind, weil ich halt mir ziemlich viele Sachen für Handlettering ausgesucht habe. Und was habe ich mir noch ausgesucht? Handlettering und ja, für meine Duets habe ich mir, habe ich ihr so gesagt, was sie mir so noch schenken könnte. Ja, den Stoff, den ich am 6. bekommen habe und ja, so ein paar Sachen für mein Nähzimmer auch. Genau. Und erstmal hole ich die Kinderschokolade raus und hier. So, mit Pinselspitze und Wasser vermalbar, eventuell gut für dein Journaling. PS, am Vortag der Stoff sind wie gewünscht zweimal. Ja, habe ich, wir haben ja gestern schon miteinander geschrieben, da hat sie mir das schon gesagt. Also es sind 2 Meter. Oder vielleicht, ich glaube, der hat nur 0,5 Meter angeboten. Und deswegen hatte ich 2 mal eingegeben in meinem Kalender, damit ich dann mindestens 1 Meter habe. So, und hier haben wir... Stifte zum Handlettering und dann nehmen wir mal hier ein bisschen kräftigere Farbe. Nehmen mal den Brush und gucken mal, wie der so ist. Ach ja, gar nicht schlecht. Die dünnen gehen auch. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Doch, kann man auch sehr feine Linien machen. Und wir gucken mal die andere Seite, wie die aussieht. Ja, die funktionieren. Also man sieht natürlich, wie, also das ist ja bei diesen Brush Pens, dass man die halt runterdrücken kann und dadurch halt dann dieses Dicke bekommt. Und wenn man dann nur vorsichtig mit der Spitze malt, das war jetzt gerade noch ein bisschen zu schräg gehalten, aber wenn man dann so den schön gerade hält, dann kann man da sehr feine Linien auch mit hinbekommen. Genau, das ist ja halt dieser Effekt bei denen, dass man umso gerader man sie hält und umso weniger Druck, umso dünner und genau so kann man das dann auch so auslaufen lassen und so. Und ich habe mich eingesaut.
mache ich gleich. Ja, funktioniert doch auf jeden Fall ganz gut. Ich schaue mal, ob ich die, also ich glaube, ich werde die aber mehr nehmen, um Watercolor-Hintergründe zu machen, weil ich habe sehr, sehr gute Brushpens. Ich habe mir die Brushpens von Stabilo, passt jetzt nicht rein, mache ich gleich. Ich habe mir die Brushpens von Stabilo geholt, also ich habe mir so ein Täschchen hier, das habe ich mir mal vor ein paar Jahren genäht, da habe ich mir meine ganzen Stifte zur Aufbewahrung. Ich zeige euch einmal ganz kurz, weil ich jetzt gerade dabei bin. Also ich benutze diese Teile hier für, da sind halt verschiedene Stärken. Das ist die dickste Stärke, das ist die 8. Na, komm auf, der sieht so aus. Und dann der dünnste ist 005 und das ist halt so ein ganz feiner, also Feinliner halt. Genau, das ist ein Feinliner. Der hier ist von Tombow und das ist auch ein Brush Pen und den benutze ich tatsächlich mit am liebsten. Also das ist eigentlich mein allerliebster Stift, weil der ist sehr weich und trotzdem noch an der Spitze so fest, dass man da wirklich sehr, sehr feine Linien mit hinbekommt. Also da kann man wirklich tolle Sachen mitmachen. Also wenn ich dann hier zum Beispiel oben und dann nach unten, wieder nach oben, Strich nach oben und wenn man nach unten geht, kann man wieder so ein bisschen, seht ihr, was ich meine? Also ja, nach unten und nach oben. So, ja, also da kann man super fein und super schöne Sachen mitmachen. Das ist mein absoluter Lieblingsstift momentan. Genau. So, das waren die. Ja, und dann habe ich halt diese normalen Feinliner, die normalen, sage ich jetzt mal, Filzstifte und dann halt die Brushpens von Stabilo und die sind auch mega gut. Und zwar kann man da auch wirklich sehr, ich nehme immer dieses K gerne als Beispiel, wenn man da wirklich, achso, halt, der wird hier fett und der wird dünn und geht nach da wieder fett. Und nach da fett und dann dünn. So, also, die sind super gut, die fransen auch nicht aus oder so, also das sind mega Stifte. Und da war ein Set mit, ich glaube, 7, wartet mal, ich muss mal gerade gucken, der hier nicht. Ja, die hier waren doppelt. Das sind auch Farben, die man wirklich oft verwendet oder öfter verwendet. Also ich finde es geil, dass der und der doppelt sind, weil das sind halt meine beiden liebsten Farben, die ich von diesem Set hier mit Schwarz natürlich am meisten benutze. Aber auch die Farben benutzt man hier, ach so, der gehört auch nicht da rein. Auch die Farben benutzt man doch relativ häufig. Deswegen war es cool, dass die doppelt sind. Und ich glaube, das war jetzt ein Set mit 27 Stiften, glaube ich, um die 30 Euro. Aber ich habe die auch bei Black Friday bestellt. Also kann sein, dass die jetzt ein bisschen teurer sind. Achso, ha, jetzt habe ich die aber reingemischt. Nein! schnell wieder raus. Genau, sind die richtigen. Ja, genau. Die sind halt, die lasse ich immer hier auf meinem Schreibtisch. Und dieses Täschchen, das nehme ich immer überall mit hin. Und ja, da sind auch noch meine beiden Tombos mit drin, der graue und der schwarze, wo du auch einmal eine normale Spitze und einmal eine Brush-Spitze hast. Wenn ich mal größere Texte machen möchte, dann habe ich hier diese beiden da noch drin als Glitzerstifte. Ein Kleber, ein Ratzefummel und ein Lineal. Und dann habe ich, wenn ich unterwegs bin, so ziemlich alles immer parat. Da ich diese Sachen, die ich jetzt als erstes reinpacke, aber als wenigstes benutze, ja, packe ich die halt jetzt mal nach unten. So, und in das Set hier von den Bleistiften, da wollte ich mir auch sowieso nochmal aus dem Set, was mir Miss Fruchteis den einen Tag geschenkt hat, wollte ich mir die 12 hier noch mit reinpacken, den also 12B, weil der sehr, sehr weich und fein malt, der sollte hier noch mit rein. Hier, den zeige ich euch gerade mal, da habe ich von meiner Freundin, letztens habe ich den geschenkt bekommen und guckt mal, was da steht. So, komm, na, stell scharf, Mensch, da. Oh, das gibt es doch nicht.
Ja, ich muss mir ja irgendwie was einfallen lassen. Ich glaube, ich muss mir hier eine neue Konstruktion machen. So, du bist wundervoll, steht da. Fand ich total süß. Hat sie aus dem SCM-Shop. Und ja, das ist so ein christlicher Bücherladen, theoretisch. Und der verkauft aber auch Sachen, die nicht unbedingt christlich sind. Aber hauptsächlich ist es eigentlich so gedacht, dass es ein christlicher Bücherladen ist. Genau. So, und die dann benutze ich als nächstwenigstes die. Deswegen kommen die dann rein. Dann die Fineliner. Die benutze ich häufiger. Die benutze ich sehr oft. Und die benutze ich auch sehr, sehr oft zum Vorzeichnen oder. Deswegen werde ich die hier, aber bei Mausi und mir ist das Gott sei Dank immer überhaupt kein Problem. Also entweder werde ich sie für Hintergründe verwenden. Irgendwas klemmt doch hier. Ach, da ist noch einer drin. Deswegen. Oh, ich denke, das klemmt denn da? Warum will das Ding denn da nicht rein? Genau, entweder werde ich sie für Watercolor-Hintergründe verwenden. Das werde ich ausprobieren, wie gut die sich da vermalen lassen. Und wenn nicht, dann werde ich diese Stifte weitergeben. Aber wie gesagt, bei uns beiden ist das überhaupt kein Problem. Wir sind uns überhaupt nicht böse, wenn wir da was weitergeben. Genau, so ihr Lieben, ja, das war schon mein Türchen Nummer 7. Schon ist gut, war ja wieder eine ganze Menge. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sage ich bis morgen. Tschüss!